Ein Leben als US-Truckerin. Für die deutsche Britta Nowak ist das ein Kindheitstraum. Seit 18 Jahren sitzt sie schon am Steuer. Doch die Highways in den USA sind für sie noch ein echter Ritt. Amerika ist riesengroß und das ist der Härtetest für Trucker. Für ihren neuesten Auftrag fährt die gebürtige Berlinerin zum ersten Mal ihren brandneuen Truck und einen Hightech-Anhänger. Die ultimative Amerika-Tour. 3000 Kilometer quer durchs Land. Ja, auf einmal von einer Minute zur anderen kommt's runter. Tropischer Regen. Dabei kann sie auf ihre Trucker-Kollegen zählen. Hört ihr mich? Laut und deutlich. Ein Schicksalsschlag hat sie für 4 Jahre aus der Bahn geworfen. Jetzt will sie wieder voll durchstarten. Stell dir mal vor, du wachst auf. Die ganze Hölle bricht aus. Britas Reise beginnt wie jeder ihrer Jobs. Mit Eigenwerbung am Telefon. Als freiberufliche Truckerin muss sie sich selbst um Aufträge bemühen. Hi, this is Britta. Hi, hier ist Britta von Breadcat Express. Mir geht's gut, danke. Ich habe einen brandneuen Anhänger. Ich bin schon öfter für euch gefahren und wollte fragen, ob ihr eine Lieferung für mich habt. Warteschleife. Sie hat gesagt, bleiben Sie mal schnell dran, ich frage mal die Ihre Ladung nach Kalifornien haben, was die haben. Der erste Anruf, gleich ein Volltreffer. Britta kann für die Spedition eine Lieferung übernehmen. Schwer und dann ruft man einmal an und auf einmal ist alles wieder so einfach. Sobald sie gehört hat, dass ich also auch der Fahrer bin und nicht nur der die Ladung bucht oder die Ladung bucht, sondern auch die Fahrerin, hat sich auch der Ton von ihr gleich geändert. Oh, wirklich? Oh ja, das ist gut. Der Auftrag, Orangensaft von Britas sonniger Heimat Florida nach New Mexico transportieren. Eine 3000 Kilometer lange Tour. In 5 Tagen soll Britta abliefern. Ein knappes Zeitfenster. Deshalb holt sie direkt ihren Anhänger. Hat Britta keine Ladung, steht der auf einem sicheren Parkplatz. So, ich habe hier so einen kleinen Platz, wo ich meinen Anhänger abstellen kann, wenn ich mal hier bin. Und dann fahre ich eben nur mit dem LKW nach Hause. Irgendwann werde ich ein Haus haben, wo ich beides rauffahren kann. Der Parkplatz ist mitten in einem Wohngebiet. Das soll Diebe abschrecken. Und die Leute hier, die hier wohnen, die kennen mich auch schon. Die sehen mich immer. Die fragen sich bestimmt immer, warum fährt denn die in LKW? Weil es mir Spaß macht. Die 52-jährige Berlinerin hat nicht nur einen neuen LKW. Auch der Kühlanhänger hat heute seine allererste Tour vor sich. Britta hat sich auf Frisch- und Tiefkühltransporte spezialisiert. Das bringt mehr Geld als andere Ware. Dafür muss sie immer pünktlich abliefern, da ihre Ware leicht verderblich ist. Zu sein. Das ist ja natürlich. Aber sobald das Kribbeln kommt und ich will los, oh, da kann mich auch nicht zurückhalten. Da muss ich los. Britta holt zu Hause noch schnell das Nötigste für die Tour. Snacks und Wechselklamotten. Oft fahren ihre Haustiere im Truck mit. Dieses Mal bleiben sie bei der Nachbarin.
Charlie. Dann geht's auf zum ersten Zwischenstopp auf der 3000 Kilometer Route. Britta muss ganz in der Nähe die Ladung abholen. Das Warenhaus des Fruchtsaftherstellers liegt nur 100 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Ah, so, also wir sind erstmal richtig. Das ist ja dann erstmal gut. Dann muss finden, wo das Warenhaus ist. Mein Auftraggeber, der hat vergessen, mir die Abholnummer zu schicken. Ich weiß nicht genau, wo ich aufladen muss. Keine Ahnung. Auf dem Gelände gibt es Dutzende Ladebuchten. Britta fragt sich durch. Hi. Ich soll zu Tor C. Wo ist das? Hier? Britta hat die richtige Ladebucht gefunden und wartet jetzt auf weitere Anweisungen. Denn jeder Kunde hat ein anderes Vorgehen und eigene Regeln, wenn es ums Beladen geht. Britta nutzt die Zeit für einen schnellen Snack. So, jetzt wird erstmal, wie nennt es im Deutschen, Haferflocken? Denke ich mal. Oatmeal. Immer noch keine Anweisungen. Britta fragt die anderen Trucker auf dem Gelände um Rat. Kann mir jemand sagen, wie das hier läuft, wenn ich geparkt habe? Kommt jemand zu mir und sagt mir, was ich machen muss? Oder? Funkstille. Niemand scheint sie zu beachten. Dann plötzlich tut sich was im Lager. Jetzt an, das sehe ich, und es hat gewackelt. Das heißt, die fangen an mit dem Einladen. Britta ist jetzt für die Sicherung der Ladung verantwortlich. Metallstangen verhindern, dass die Paletten kippen. Dann das Siegel, damit unterwegs keiner den Hänger einfach öffnen kann. Für uns. Es kann also alles automatisiert passieren. Man braucht niemanden sehen, man braucht nicht rumlabern, man braucht nirgendwo hinlatschen. Schnell, effektiv. Auf geht's. Las Lunas, New Mexico. In 5 Tagen muss Britta abliefern. 2900 Kilometer entfernt. Zum Vergleich. Mit dieser Tour könnte Britta bei uns in Deutschland von Ost nach West 4,5 Mal quer durchs Land fahren. Diese extrem langen Strecken durch die USA, aber auch die amerikanischen Trucks faszinieren die deutsche Auswanderin. In anderen Berufen habe ich irgendwann alles gelernt gehabt. Mit dem Lkw-Fahren. Technologie ändert sich ständig und jeden Tag passiert etwas, das mir noch nicht passiert ist. In 18 Jahren, jeden Tag passiert immer noch etwas Neues. Man lernt nie aus und das ist das Schöne. Dieser LKW hat, was ich da, 20.000 Komponenten. Jede Minute kann eine von diesen Komponenten alles daneben haben. Und dann muss ich erstmal rausfinden, welche und was sein könnte. Bei ihrer Tour durch 6 US-Bundesstaaten ist auch das Wetter unberechenbar. Von einer Minute zur anderen kommt's runter. Tropischer Regen. Okay,
Zum Glück aber nur ein kurzer Schauer. Im Süden der USA sind nämlich auch Hurricanes keine Seltenheit. Nach 11 Stunden am Steuer muss Britta die erste Pause machen. Für mindestens 10 Stunden. Ja, sieht schon ein bisschen voller aus, aber vielleicht haben wir ja Glück. Britas neuer Truck. Ihr erster ohne Gangschaltung. Alles funktioniert automatisch. Das erste Rückwärts-Einparken am Truckstop. Für die Berlinerin eine Herausforderung. Blöde Automatik, was? Der ist so lahm. Im Display steht Schleichgang. In dem Modus rollst du ganz langsam. Daran muss man sich gewöhnen. Kein Schaltknüppel. Hast du gut gemacht. Wenn ich Gas gebe und rückwärts und nichts passiert, es geht nicht. Und dann auf einmal geht's ganz schnell. Das ist die Automatik. Vorher mit der Kupplung konnte ich die Kupplung so ein bisschen rauskommen lassen, ein bisschen, dann wieder rein. So, ich konnte ganz genau die Geschwindigkeit kontrollieren. Mit der Automatik geht das nicht. Britta hat den Truck und den Hänger gemietet. Kosten umgerechnet über 4.000 Euro pro Monat. Würde sie das Gespann kaufen, müsste sie gut 170.000 Euro auf den Tisch legen. Ein weiterer Vorteil: hat sie eine Panne, bezahlt der Vermieter die Reparatur. Und so geht Liebe kaputt. Und der Mond. Wow. Britta nutzt die Pause für eine Dusche. Berlin! Ich habe immer noch einen Koffer in Berlin. Ihr Aussehen ist Britta wichtig. 2016 kürte ein Magazin die Deutsche zur schönsten Truckerin der USA. Die extra Zeit nehme ich mir auch. Es ist ganz doll wichtig. Man fühlt sich auch viel besser. Und wenn man sich besser fühlt, dann ist man auch besser in seinem Job. Dann ist man auch netter zu Leuten. Britta kann jetzt ein paar Stunden in ihrem Truck schlafen. Sie liegt gut in der Zeit. Keine Staus, keine großen Verzögerungen. Bis jetzt. Während Britta schläft, läuft die Klimaanlage. Doch plötzlich, mitten in der Nacht, wacht sie auf, denn das Gerät hat irgendwie den ganzen Truck lahmgelegt. Britta hat keine Ahnung warum und ruft den Vermieter des LKWs an. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Ein Mitarbeiter ist gleich für Sie persönlich da. Oder hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer. Unsere Mitarbeiter rufen Sie gerne schnellstmöglich zurück. Wenn Sie auf einen Rückruf warten möchten, drücken Sie bitte die 1. Dankeschön. Ich kann den Motor nicht mehr anmachen. Ich Penske an. Deswegen habe ich ja den LKW von Penske haben wollen, damit ich solche Probleme nicht mehr habe. Oder wenn ich Probleme habe, einfach nur Penske anrufen. Aber kann ihr der Vermieter des Trucks per Telefon helfen? Ich bin plötzlich aufgewacht, weil der Truck ein seltsames Geräusch gemacht hat. Im Display hat erst ein gelbes Licht geblinkt und dann ein rotes. Und dann kam eine Warnung, dass der Truck nicht weiterfahren kann. Machen Sie den Motor bitte mal an und gucken Sie, ob sich der Truck neu startet. Der piept.
Da steht Motorsperre aktiviert, Freischaltung erforderlich. Ich drücke OK. Okay, aber da passiert gar nichts. Es stellt sich raus, der neue Truck soll sehr energiesparend arbeiten. Läuft er im Stand zu lange, zum Beispiel wegen der Klimaanlage, riegelt der Motor automatisch für eine gewisse Zeit komplett ab. Die Hotline schaltet den Truck wieder frei. Gott sei Dank. Eigentlich dauert die Sperrfrist 45 Minuten. Ausnahmsweise hilft der Verleiher sofort weiter. Oh, Sie haben's drauf. Danke. Ciao. Am nächsten Morgen geht es für die deutsche Truckerin weiter. Auch wenn sie die technischen Probleme die halbe Nacht gekostet haben, an Ausschlafen ist jetzt nicht zu denken. Britta muss Zeit gut machen. LKW, okay, ich bin okay, alles okay. Zumindest für den Moment. Denn zwischen hier und ihrem Ziel Los Lunas in New Mexico warten noch einige Probleme auf sie. Aber davon weiß Britta noch nichts. Zumal sie gerade nur Augen für jemand anderes hat. Ja, jetzt gucke ich ihm zu, wie er tankt. Und der hat Muskeln. und ein schönes Lächeln hat er auch, weil er mich gerade angelächelt hat. So, ja. Uh-huh. Und einen schönen Hintern. Und wenn er so, ja, wenn er tankt und so drückt. Also das macht mir nichts aus, hier mal für einen Moment zu warten. But I was admiring. Ich hab dich angehimmelt. Oh, okay. Fahr vorsichtig. Danke, du auch. Gute Fahrt. Alle 2500 Kilometer muss Britta tanken. Insgesamt fassen die beiden Tanks des Trucks über 1100 Liter Diesel. So viel wie 27 Kleinwagen. Einmal volltanken kostet die deutsche Auswanderin über 500 Euro. Dass Britta wieder flirtet, lacht und so zupacken kann, ist nicht selbstverständlich. Vor 4 Jahren erfährt Britta, dass sie Brustkrebs hat. Das wirft sie völlig aus der Bahn. Die Therapie frisst alle Ersparnisse auf. Damals hat sie 5 Trucks in ihrer Flotte. Sie muss alles verkaufen und wieder bei Null anfangen. Jetzt ist sie glücklich, dass sie wieder hinter dem Steuer ihres Trucks sitzen kann. Kilometerweit, freie Fahrt gen Westen. Nach 4 Tagen hat Britta den Bundesstaat Texas erreicht. 2200 Kilometer hat sie hinter sich. 800 liegen noch vor ihr. Rund um die Metropole Dallas nimmt der Verkehr zu. Und Britta verliert wichtige Lenkzeit. Und der Fahrtenschreiber zeigt an, sie muss sich einen Truckstop für die nächste Pause suchen. Mal sehen. Wir haben einen, der ist eine halbe Stunde. Dann bleibe ich eine Stunde früher stehen, als ich eigentlich sollte. Britas Ziel, ein Steakhouse, das als eines der Treffpunkte für Trucker in Texas gilt. Sehe ich aus wie ein Cowgirl?
Während sich Britta fürs Abendessen schick macht, parkt direkt neben ihr ein anderer Trucker. Das möchte ich jetzt gerne sehen, wie der da drin in dem Modder versinkt. Und wenn er nicht versinkt und wir zusammen reingehen, habe ich endlich einen schwarzen LKW, wie ich immer wollte. Wow, aren't you Mr. Smarty Pants? Er geht nicht bis nach ganz hinten, das ist natürlich auch eine Idee. Also der gefällt mir ja schon mal. Ich habe mich schon gefragt, wie du da wohl einparkst. Ich wollte mich da hinstellen, aber dann habe ich den Schlamm da hinten gesehen. Gehst du essen? Ja. Du auch? You too? Ja. Schöner Truck. Wo kommst du her? Ich spreche Deutsch, ja, warum? Ein bisschen. Oh mein Gott! Ich habe 4 Jahre in Deutschland gelebt. Wo? In Erlingen. Erlingen! Bei Nürnberg. Oh mein Gott, that is funny. Were you stationed over there? Mein Vater. Oh. Gute Zeit. I can imagine. Für das Cowboy Steakhouse kauft sich Britta noch einen stilechten Hut. Und wir haben einen Gewinner. Wie für mich gemacht? Viele Pausen verbringt Britta mit eher schlechtem Essen in Truckstops oder mit Snacks in ihrem Truck. Ein Abendessen zu zweit in einem Restaurant. Für Britta eine willkommene Abwechslung. Ich liebe ja deutsches Bier, aber hier gibt es kein gutes Bier, bis ich IPAs gefunden habe, India Pale Ale. Und es ist das Einzige, was okay ist, weil die haben, also das Deutsche, ja. Chaka Talk. So. Und das machen Trucker bei einem Date. Mit Fotos ihrer Trucks rumalbern. This one is like, hi Peter, how are you? You know what? Wie heißt deiner? Nitrous. Betty Blue. So they both have girls. Beides Mädchennamen. Der Abend wird für Britta noch lang. Der Grund ist aber nicht der nette Kollege, sondern ihr Truck. Sie muss schnellstmöglich in eine Werkstatt. Ich habe selbst schon drunter geschaut. Ich muss bald liefern. Ich muss schnell wieder los. Kann sie den Liefertermin halten? Gleich bei Abenteuerleben. Die deutsche Auswanderin Britta kämpft sich in den USA zurück ins Business. Mit neuem Truck, neuem Anhänger und neuer Tour will sie wieder durchstarten. Doch der LKW hat seine Tücken und wirft Britas Zeitplan durcheinander. Noch ahnt sie jedoch nichts, hat auf diesem Rastplatz vorhin einen echt netten Kollegen kennengelernt. Oh mein Gott. Wie fährst du denn so? Geht das? Siehst du überhaupt was? Ich sitze so tief, aber ich bin auch größer als du. Ich werde auch wieder einen so schönen Truck haben. Und ich habe ein riesiges Funkgerät. Sag mal was. Hört ihr mich da draußen? Funktioniert. Nur für das. Und das ist auf jeden Fall aus.
das darf nicht aus sein, das Kennzeichen nicht. Und die beiden sind ganz dunkel. Ein Problem, das sie morgen früh dringend lösen muss, denn sonst fährt Britta illegal. Die deutsche Truckerin muss schnell zur nächsten Werkstatt und sich darum verabschieden. Ich muss los. Meld dich über Funk. Ich hab dich bei Facebook gefunden. Und du hast meine Nummer. Ich ruf dich an. Kurz vor ihrem Ziel muss Britta einen Umweg zur nächsten Truckwerkstatt nehmen. Das kostet Zeit, aber so darf die Deutsche nicht weiterfahren. Hoffentlich lässt sich das Problem vor Ort und vor allem schnell lösen. Der Liefertermin für ihre Ware, ein Hänger voller Orangensaft, ist in 8 Stunden. Ja, da ist was ganz anderes. Oh, jetzt sehe ich das ja. Okay, ja, da ist ein Problem. Weil der funktioniert wunderbar, der blinkt, der nicht, aber ist an, weil ich Lichter anhabe. Und hier blinken jetzt beide, aber ganz dunkel. Der dürfte nicht blinken. Irgendwas ist falsch zusammengesteckt worden. So, yeah, you can see sehen Sie das? The problem, right? Das ist meine erste Tour mit dem Truck. Sicher ein Kabelproblem. Ja, das haben mir andere auch schon gesagt. Ich habe selbst schon drunter geschaut. Ich muss aber bald liefern. Ich muss schnell wieder los. Ich kümmere mich sofort darum. Und das Nummernschildlicht ist tot. Irgendwas mit der Verbindung. Ich muss nur da dran kommen. Früher hat die 52-Jährige ihre Trucks immer gekauft. Jetzt liest Britta sie nur noch. Vorteil? In der Miete von über 4.000 Euro pro Monat für LKW und Anhänger sind alle Reparaturen enthalten. Da ist es. Problem gelöst. Wie ich gedacht habe, bei neuen Anhängern machen die Kabel oft Probleme. Britta kann nach nur einer Stunde weiterfahren. Letzte Etappe. Die Auswanderin hat 2500 Kilometer hinter sich. Vor ihr liegen die letzten und wohl schönsten 500. Durch die Wüste von New Mexico. Ich sehe das ganze Land. Alle 2 Wochen habe ich das ganze Land gesehen. Guck mal, wo ich jetzt bin. Ich nie aufgeben. In 5 Tagen durchs Herz Amerikas. Britta ist überpünktlich am Ziel. Für mich ist es grundsätzlich wichtig, immer pünktlich zu sein. Und pünktlich, das heißt eine Stunde vorher. Mit dieser Ladung noch viel wichtiger, weil es meine erste Ladung mit TQL ist, wieder mit meinem Broker, den ich vorher schon immer hatte. Der Orangensaft aus Florida hat es zum Großmarkt in New Mexico geschafft. Mit dieser Tour verdient Britta etwa 4.000 Euro. Wie viel eine Spedition bezahlt, schwankt stark. Je nachdem, wie viele Trucker gerade zur Verfügung stehen.
Als Selbstständige muss Britta davon noch ihre Kosten wie Versicherung, Truckmiete und Diesel abziehen. Wow. Also das war ja unglaublich schnell. Gut. Das war wirklich sehr schnell. Ausgeladen, fertig, wow. Ihr Broker hat ihr sogar eine Ladung für den Rückweg nach Florida vermittelt. Also ich fühle mich richtig, richtig toll. Das Lagerteam lädt also die neue Ware ein. Und Britta holt sich einen Snack für die Rückfahrt. Danke sehr. You too. Ciao. Thank you. Bye-bye. Zurück am Anhänger überrascht sie dann ein Stück Deutschland. Gummibärchen. Gummibärchen. Britta hat es geschafft. Mit ihrem neuen Truck hat sie sich bei der Spedition bewiesen. Auch wenn sie Deutschland manchmal vermisst. Als selbstständige Truckerin in den USA ist für sie ihr ganz eigener American Dream wahr geworden.